Gut. Wunderbar. Ja, Jungs, packt zusammen, hebt euch auf. Wir gehen zum Schiff. Und Jalan winkt euch dann noch irgendwie zu, wenn ihr ankommt. Afim, hast du diesen Geschützführer gesehen? Ja, welchen? Ich hatte nur einen auf der Liste, einen. Ich kann das nicht lesen. Ja, ich habe einen aus Alanfa mitgebracht, der ist eh besser. Monterrei? Ja. Stell dich doch mal vor. Ich habe mich in dieser Liste eingetragen. Doch, ja. Sehr vernünftig. Ihr seid ja, das. Das ist Jalan Greifenmund. Der bin ich. Diamant des Monterrey. Greifenmund, Jalan, hast du mir nicht von einem Goldhand erzählt? Ja, der wechselt öfter seinen Namen, als ich meine Unterwäsche frag nicht. Sagen wir so, Jalan hält zwar ein wenig seinen rechten Armstumpf hoch. Sagen wir einfach, dass sprechende Namen keinen Sinn mehr haben, wenn sie nicht sprechen können. Ist nicht so wichtig. Ich bin A1O, Kapitän ist gerade nicht hier. Ist auch nicht so wichtig. Haltet euch an mich. Das ist also das Schiff? Richtig. Ihr seid da vorne. Wart ihr bei Frigaius? Ich war an Frigaius. Kommt euch der Khan vielleicht bekannt vor? Weiß ich nicht. Es ist eine Shivona, ein horasisches Schiff. Das Einzige, was mir an dem Schiff gefällt, ist das separate Batteriedeck. Aber dafür habe ich dann doch Bewunderung, auch wenn mir die horasischen Bauten sonst nicht gefallen. Und wir werden auch jede Menge Arbeit für euch haben. Rafim, du kannst den Mann? Ja, man lernt sich ja so kennen in Alanfa, ihr kennt das ja bestimmt. Und du denkst, den können wir nehmen? Naja, der ist auf jeden Fall besser als eure Söldner. Gut. Wie war euer Vorname? Ich heiße Diamantes. Diamantes. Könnt ihr mich auch nennen. Hervorragend, ihr seid eingestellt. Ich bin mir sicher, Captain wird euch nachher nochmal begutachten wollen, was eure eigentlichen Fähigkeiten angeht, die Batteriemannschaft zu kommandieren, aber Kleinigkeiten. Passt auf, ich lasse die Sachen hier gerade schon vorladen. Da müsst ihr euch nicht unbedingt drum kümmern, ich will eher sehen, mit wie viele Lani dabei sind. Moment, Vorsicht da hinten, Vorsicht, das rutscht! Ihr könntet allerdings, sagen wir jetzt, kleinen Anstellungstests, eine Winzigkeit erledigen. Winzigkeit. Was wäre diese Winzigkeit? Geht runter ins Arsenal. Ich habe ein paar Hornissen organisieren lassen. Holt ihr ab. Und wenn ihr da seid, seht mal zu, ob ihr zwei lange 14 auf unseren Bug kriegt. Sollte das nicht gehen, vielleicht ein Harpunal. Irgendwas mit, sagen wir, 4 Meter Bogenweite. Kriegt ihr das hin? Das kann ich wohl machen, aber sagt, ist das, was ich da auf dem Schiff sehe, ist das. Habt ihr wirklich ein Zyklop auf dem Schiff positioniert? Nein, haben wir nicht. Habt ihr nicht? Das ist nur eine, sagen wir, Darstellungskonstruktion vom Captain. Er wollte sehen, ob wir dafür Platz hätten. Ich verstehe. Gut, ich hätte da nämlich einige Probleme anzumerken, aber wohl. Ich habe ihm auch erklärt, dass abgesehen davon, dass das Ding 10 Quader wiegt und uns unauswuchten würde, einfach vorne kein Platz ist. Nun gut. Wie gesagt, schaut mal, kommt auf jeden Fall nicht mit leeren Händen zurück. Alles andere sehen wir dann. Also na, das finde ich schon. Ich war hier noch nie in Zorgan, allgemein nicht in Aranien, aber die Stadt, zumindest der Hafen, scheint ja gut übersichtlich. Nehmt Rafim mit, wenn ihr Hilfe braucht. Und wenn ihr Geld braucht, lasst auf die Rechnung vom Captain schreiben, den kennt man hier. Morenes. Wie heißt der Captain? Morenes. Ja. Ja, aber Jalan, ich schlepp die Scheiße ganz sicherlich nicht alleine zurück, das brauchst du nicht glauben. Du sollst ihn nicht schleppen, Rafim, du sollst ihm beim Besorgen helfen und aufpassen, dass er nicht ausgenommen wird. Ich schicke euch. Jalan blickt über die Schulter, biegt ein wenig abschätzend den Kopf. Irgendwie in einer Stunde. Ja, du kannst deine Kinder behalten, ich nehme die Trollzacker mit. Oder so. Ja, dann lauf mal hier. Du kennst dich ja besser in Häfen aus als ich. Ja, und das Arsenal? Wo ist denn hier der Kriegshafen? Das müsste doch hier irgendwo in der Nähe sein. Und Diamantes macht sich auf den Weg, schaut sich nach den passenden Schiffen um und sucht das Arsenal. Sagt, wie lange liegt ihr hier schon in Zorgan vor? Aber mir ist erst kürzlich mit dem Schiff aufgetaucht. Und dann ist Greifenmund mit seiner Braut auch noch aufgetaucht. Die ist übrigens
die ist eine Erfahrung, auf die ich hätte verzichten können. Aber vielleicht lernt ihr sie auch noch kennen. Abelmir, ich bin nicht wirklich gut im Namen, aber sagst du, es ist auch einer von denen, die mit dir diesen schwarzen Drachen bekämpft haben. Ja, Morenus. Ich nenne ihn immer Morenus zu Hause, weil man spricht ja Leute eigentlich nicht mit ihrem Vornamen an. Bei Abelmir in seinen hohen Kreisen, wisst ihr, das ist so ein, wie nennen sie mal, adliges Gesocks da oben. Ja, der hat auch schwarzen Drachen gejagt. Ja. Passt auf euren Schatten auf, mehr sag ich nicht. Ich soll auf meinen Schatten aufpassen? Was soll das denn heißen? Ist mein Schatten in Gefahr? Ja, also es haben hier schon mal Leute ihren Schatten verloren, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Aber der war dann wieder da. Also, so dramatisch war es auch nicht. Doch, jetzt schaut er nicht so. Nur der Schatten. Ja, dann hat die Hand verloren. Ja, die Hand. Ah, warum genau hieß er nochmal Goldhand? Ich meine, er hat ja keine Hand. Ja, er hatte erst eine... Nee, lass mich überlegen, dass ich das wieder alles auf die Reihe kriege. Er hatte erst eine schwarze Hand, weil er was angefasst hat, was er hätte nicht anfassen sollen. Dann hat dieser Albo ihm seine Hand in Gold getaucht, danach war sie Gold. Und dann hat der Zeraner ihm die Hand abgehauen, jetzt hat er keine Hand. Aber seine andere Hand ist ganz normal, mit der ist eigentlich nichts passiert. Ja, die schwarze Hand gefällt mir ja schon fast, erinnert gleich an die Heimat. Hätte er behalten sollen. Ja, wollte er nicht. Aber jetzt mit dem Albuin ist er, glaube ich, auch nicht mehr so dicke, glaube ich. Oder er hat sich mit dem Prioten überworfen wegen Albuin. Ich würde ihn nicht drauf ansprechen, ist ein saures Thema, sag ich mal. Ach, weißt du, Rafim, ich glaube, ich finde das nicht. Hey, du, Seemann, wo finde ich hier das Arsenal? Helf mir mal. Das Arsenal da drüben, neben dem Effer-Tempel. Neben dem Effer-Tempel, natürlich. Ich nicke ihm einmal zu und dann wird sich dahin begeben. Jawohl, bei Abelmir. Na, Baltax, das war eine interessante Prüfung. Ich fand ja, die Ernst-Maria hat die Prüfung bestanden, aber wenn ihr das besteht... Nun, ich habe klar formuliert, was meine Erwartungshaltung ist und die Ernst-Maria hat nun mal nicht im Rahmen ihrer Möglichkeiten gehandelt. Sie hätte sicherlich mit einem Odem oder so etwas mich als magisches Ziel wahrnehmen können und nun ja diese unsägliche Belastung durch die Dunkelheit umgehen. Vielleicht hätte sie auch auf einen anderen Zauber zurückgreifen können. Aber hat sie alles nicht gemacht? Sie hat gedacht, sie nutzt einen anderen Zauber und imitiert die Wirkung eines Blitzes. Aber im direkten Vergleich hat die junge Paligan das durchaus besser gemacht, weil sie sich nun mal direkt auf den Blitz verlassen hat. Ja, mittlerweile, Magister Kohlrab hat sich wohl mit einem Transversales verabschiedet, um das zu holen, was du ihr aufgetragen hast. Und der große Mr. Satinov ist einfach so losgegangen, weil er nicht rennen muss. Er hat die Zeit bei sich auf seiner Seite und muss also nicht rennen. Derweil kannst du sehen, wie jetzt wohl fünf Hafengardistinnen aus dem Zorgan-Hafen auf die Reling zukommen. Seid ihr der Kapitän? In der Tat. Mit wem spreche ich? Mit der Hafengarde. Wir haben gesehen, dass es hier wohl einige Lichtblitze gab. Magisches Treiben. Das ist richtig. Dafür habe ich mich extra heute bei der Schule des Seidenen Scheins erkundigt und eine Genehmigung eingeholt. Ich war vorhin noch da gewesen. Bitteschön. Und Sie überprüfen das Schreiben, gucken Sie das kurz an. Zorganer Illusionisten. Was war denn das für ein Zauber? Nun, der Kantus des Flimflam. Ihr seid vertraut mit ihm? Nein. Wir werden das prüfen. Wie schreibt man das? Schreibt ihn ja mal bitte hier drauf. Natürlich. Wir werden das prüfen. Wenn er zu den verbotenen Zaubern gehört, dann kommen wir wieder. Er ist ungefährlich. Nun, das entscheidet nicht ihr, sondern nun, die Obrigkeit. Natürlich. Ich habe noch etwas mit der Schule des Seidenen Scheins vereinbart. Wundert euch also später nicht, wenn ganz viele Zwerge hier rumlaufen. Das sind Illusionen. Ach, das ist dieser Absatz hier, ja? Genau, ich richtig. Ich lese das gerade, ja.
Wir würden uns zumindest freuen. Wir haben Beschwerden von 3 verschiedenen Schiffen bekommen und unabhängig von einer Vereinbarung mit der Illusionsschule haben wir hier doch einen Hafen zu führen. Natürlich. Sie beklagen sich über Schmerzen in den Augen. Selbstverständlich. Wenn sich die Schmerzen nach 5 Stunden immer noch befinden, dann mögen Sie sich doch bitte an den Kapitän hier wenden. Er wird sich dann umsichtig um Sie kümmern. Nicht wahr, Abelmir? Das wirst du doch. Ich schaue Boldock ein bisschen entgeistert an. Natürlich. Nun, ihr seid hiermit verwarnt. Sollte es weitere Belästigungen geben, unabhängig von diesem Schreiben, aber wenn sich die Kapitäne oder Kapitäninnen beschweren, dann wird es Strafzahlung geben. Natürlich. Verständlich. So, dann Fex mit euch und Effert, was auch immer ihr hier tut. Ja, Kaya und Sumo mit euch. Ja, währenddessen sie sich gerade umdrehen, könnt ihr sehen, wie Magister Kohlrab wieder aus dem Limbus heraus schält und dasjenige Obsiderat in der Hand hält, was du gewiesen hast. Oh, alle 3 Rollen, wunderbar. Ich bin sehr schön. Damit hättet ihr die 2. Prüfung bestanden. Es freut mich, euch hiermit den Titel der Beutmager verleihen zu dürfen. Ihre Lippen sind immer nur noch ein Strich. Derweil betritt der nächste, die nächste Geweihte den Raum von Zulamin und zwar Avianda. Hallo, na? Ah, Avianda, ihr seid die Nächste. Freut mich. Ja, Nethia hat er nicht genau gesagt, wer als nächstes rein darf oder so, aber ich habe einfach mal gesagt, naja, wir sind Entsorger und dann haben die Frauen Vortritt. Ja. Das ist keine schlechte Sache. Außerdem kann ich dann ja auch, wenn ich hier fertig bin, auf die Segel nach oben klettern. Muss ja auch alles erforscht werden. Stimmt. Es fällt euch bestimmt schwer, einfach so herumzusitzen und zu warten. Ja. Ich denke, ich werde euch die gleichen Fragen stellen wie den anderen. Und dann können wir vielleicht noch einige organisatorische Dinge besprechen. Ja, okay. Als erstes. Ich denke, bei einer Geweihten des Aves erübrigt sich das von selbst, aber welche Liturgien, denkt ihr, könnten uns in der blutigen See von besonderem Nutzen sein? Naja, seht ihr euch vor allem als Navigatorin? Ja, Navigatorin, ich kann in die Sterne schauen, selbst bei Nebel oder wenn die Wolken verhangen sind. Also die Sterne finde ich immer, auch am Tag. Und damit kann man auch navigieren. Wenn wir keinen Wind haben, kann ich den anrufen. Und die Segel aufpusten. Naja, vor allem, wenn wir die ganze Zeit irgendwie in der Sargasso-See oder sowas treiben, da wird einem ja auch schnell langweilig. Außerdem könnte ich auch ein paar Spaziergänge über den Tang organisieren, wenn wir wollen. Aber das hattet ihr, glaube ich, gar nicht gefragt, oder? Ja, ansonsten alles, was Ares so kann. Ich kann auch kundschaften, wenn ich mich verwandle. Ja. Ich freue mich schon. Ja, ich glaube, das ist wirklich besonders nützlich. Zulamin macht sich in eleganter thulamidischer Handschrift ein paar Notizen. Nur damit ich weiß, worum wir euch bitten können. Ihr habt ja die Leute draußen gesehen, die Matrosen, die Yalan gerade testet. Sie sehen nicht alle so völlig vertrauenswürdig aus. Stellt euch vor, es käme zu einer Meuterei auf dem Schiff. Was denkt ihr, würdet ihr dann tun? Das ist ja schon ganz schön unharmonisch, ne? Das finde ich nicht gut. Ich auch nicht. Ich würde es auch gerne vermeiden, aber naja, man weiß nie, wie weit das kommt. Ja, also wenn wirklich viel Stress an Bord ist, dann würde ich wieder gehen. Aber ich würde einfach versuchen, im Vorfeld sowas zu verhindern. Aves ist ja auch irgendwie ein Kind von Raya und also ich würde da im Vorfeld schon was tun. Ich werde auch mein Möglichstes tun. Wenn ich mit allen gesprochen habe, dann gebe ich euch den Schwur, den ihr auf das Schiff leisten sollt. Und ihr werdet feststellen, dass ich dabei auch großen Wert auf den Aspekt der Harmonie gelegt habe. Ja, das ist gut. Und ich denke, ich werde auch die anderen dazu anhalten, dass wir unsere Mannschaft dementsprechend aussuchen.
Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass es passieren kann, dass die Ersäuferin versucht, sich an einen von uns heranzumachen. Habt ihr mit so etwas Erfahrung? Ist euch so etwas schon mal passiert? Nee, noch nicht. Also mit der Ersäuferin sowieso nicht, aber auch mit den anderen Erzdämonen nicht. Man sagt ja immer, dass man mindestens einmal in seinem Leben verführt wird, aber das ist bisher noch nicht passiert. Nun, dann habt ihr großes Glück gehabt. Sollte es auf der Fahrt passieren, dann dürft ihr euch natürlich gerne an mich oder vielleicht auch an einen der anderen Geweihten wenden. Es ist immer gut, sich der Versuchung nicht alleine stellen zu müssen. Das heißt, wenn wir stark sind. Das ist eine gute Idee. Gemeinsam sind wir stark. Gut. Dann soll ich einen Groschmini reinschicken? Nein, einen Augenblick noch. Und zwar habe ich mittlerweile mitbekommen, dass Matrosen einen seltsamen Aberglauben haben, dass sie nicht in See stechen wollen, wenn keine Katzen an Bord sind. Habt ihr davon schon gehört? Also ich selber verstehe davon nichts, aber auf den Schiffen, auf denen ich bisher war, waren immer Katzen, ja. Ja, ich habe auf der Seeadler, da kümmert sich die Avas-Geweihte um die Katzen. Ich denke, bei uns würde ich das selbst tun. Ich habe schon, seit ich in Zorgan bin, ein wenig die Straßenkatzen gefüttert. Vielleicht können wir einem dieser dürren Tiere einen Gefallen tun, indem wir es an Bord holen. Soll ich welche suchen? Wie viele soll ich denn holen? Überfallt die armen Tiere nicht. Ihr könnt aber nachher mit zur Villa kommen und wenn ich sie abends füttere, dann könnt ihr sie mit mir ansehen und wir können überlegen, welche wir mitnehmen wollen. Außerdem hatte ich noch einen Gedanken. Als Avas-Geweihte seid ihr doch bestimmt auch eine gute Musikerin, oder? Flöte kann ich spielen. Spielt ihr auch die Kabassflöte? Alle. Das freut mich sehr. Ich dachte auch, wenn... Wir waren uns noch nicht ganz einig, aber falls wir diese Schiffsjungen an Bord nehmen sollten... Ja, die Halbmatrosen. Dann wäre es vielleicht gut, sie auch andere Dinge zu lernen als nur die Seefahrt. Ich denke, es wäre schön, ihnen Avas nahe zu bringen und sie vielleicht auch in solchen Dingen zu unterrichten. Ja, gerne. Aber ja, das ist alles noch Zukunftsmusik. Brauchen wir noch ein paar Hunde? Ich glaube, ein Hund an Bord ist keine so gute Sache. Die Katzen hält man, glaube ich, auch, weil sie die Ratten jagen. Und Katzen und Hunde vertragen sich nicht so gut. Vögel? Ich denke, wir sollten uns an Katzen halten. Okay. Jeder gute Kapitän braucht so einen Papagei auf seiner Schulter. Ich bin sicher, aber mir wäre entzückt. Gut, dann schickt mir Angroschmini rein. Mach ich. Eine Minute später kannst du das Stopfen hören und die kleine, dicke Angroschmini schiebt sich rein. Hallo, na? Ah, Angroschmini. Konntet ihr euch ein bisschen ein Bild von dem Schiff machen? Ja, Lachalkasche ist gleich in Richtung der, da wo wir das Schiff reparieren, ist er halt gleich reingegangen und hat geguckt, ob alles an Werkzeug da ist und was noch gebraucht wird, so die Werkstatt, ne, von dem Schiffszimmermann. Aber ich habe mir das noch nicht angeguckt. Ich hatte nur gesehen, ich dachte mir, ich erzähle dir das. Also er steht gerade auch nicht draußen bei den anderen. Ja, dann werde ich ihn vielleicht als nächsten hereinbitten lassen. Denn davon, dass er eigenmächtig überall herumwandern soll, war ja eigentlich nicht die Rede. Sagt ehrlich, hättet ihr ihn gerne dabei? Denn er würde ja mit euch zusammenarbeiten. Du meinst, also, weil er Ingrim geweiht ist? Ich bin da nicht rassistisch oder so. Ich meine, ihr Menschen glaubt halt auch an Angrosch, aber ihr seid halt, ihr wisst halt nicht, dass es, also, ne? Wir verstehen uns. Ist ja schon der gleiche Aspekt. Wir verstehen uns. Es geht auch mehr darum, ob ihr meint, dass ihr ihn braucht. Wenn so viel Arbeit anfällt. Also wir werden uns sicherlich auch noch um einige profane Schiffszimmerleute bemühen. Aber generell, ihr seid auf unseren Wunsch hierher gekommen. Also sagt mir, was ihr braucht. Naja, also ich glaube, der könnte halt teuer sein, ne? Aber mir ist es egal. Also ich kann mit allen arbeiten. Ob er mit mir arbeiten kann, weiß ich nicht, aber... Ich mache mein Ding und kann eben auch mit ihm arbeiten. Ich bin harmoniebedürftig.
Wunderbar. Nur nette Leute heute Morgen. Ja, die Bösen kommen noch, zwinkert sie dir zu. Männer. Nein, so böse sind die auch nicht. Wie fühlt ihr euch bei dem Gedanken, zur See zu fahren? Ich weiß, ihr seid hier, um uns einen Gefallen zu tun, aber macht euch das etwas aus? Für Boltax war das früher sehr schwierig. Ja, ich habe viel unter Menschen gelebt und wir haben ja bei uns in zwei Mühlen haben wir auch die Dergel in der Nähe. Also auf dem Meer war ich noch nicht, aber ich habe schon von anderen Zwergen gehört, dass ich glaube Fusakel, der ist auch relativ lange mit dabei, ne? Man gewöhnt sich sicherlich dran. Und das Gerücht, dass Zwerge schwerer werden, wenn sie lange auf See sind, stimmt, glaube ich, nicht. Ich glaube auch nicht. Das wäre doch sehr merkwürdig. Nun jedenfalls, solltet ihr da Probleme haben, dann zögert nicht, Bescheid zu sagen, wenn wir euch den Aufenthalt an Bord irgendwie angenehmer machen können. Ja, dann gehe ich zu Boltax. Ja. Ich weiß wenig über die Liturgien von Angroshinan. Beherrscht ihr irgendwelche, die uns speziell in der blutigen See von Nutzen sein könnten? Ja, ich kann das Schiff reparieren. Ich denke, damit tut ihr schon das Wichtigste. Ich glaube auch. Wurdet ihr schon einmal von Angroshs Gegenspieler versucht? Der Verderber der Elemente? Nee. Wir Zwerge sind da so standhaft, da hat er keine Chance. Ja, dann können wir froh sein, euch dabei zu haben. Ja. Gut, dann noch eine letzte Sache. Wir wissen nicht, wie sehr wir diesen ganzen Leuten trauen können, die wir da als Mannschaft an Bord nehmen, und es werden sehr, sehr viele sein. Stellt euch vor, es käme zu einer Meuterei auf dem Schiff. Was denkt ihr, würdet ihr dann tun? Also, dich kenne ich jetzt ja noch nicht so lange, aber mit Abelmir bin ich schon früher rumgereist. Und er hat sich oft bewiesen, also selbst wenn er was tut, was erst schlecht aussieht, aber am Ende hat es ja doch gute Gründe, glaube ich. Also ich halte dann zu Abelmir. Auch wenn es auf den ersten Blick komisch aussieht. Ja, ich glaube, einige werden Vorbehalte haben, weil er ein Magier ist. Magier als Kapitän, das wird ihnen seltsam vorkommen. Aber... Naja, zum Beispiel ist er ja von der Grauen in die Schwarze Gilde gewechselt. Mir ist das egal. Was soll er machen? Das ist gut, das wird ihn freuen zu hören. Am Ende hat er einen Rachen umgebracht. Den größten. Das ist wahr. Mit heldenhaftem Einsatz. Gut, nun, da wir uns jetzt besprochen haben, könntet ihr vielleicht dem Ingerim Geweihten sagen, dass er kommen soll, wenn er noch nicht zurück ist. Aber soll nicht hereinplatzen. Ja, ich werde mich jetzt erstmal mit jemandem unterhalten, der da ist. Okay, dann kommst du mit, oder? Nein. Wir werden keine Zeit verschwenden. Wenn er nicht da ist, ist er nicht da. Ich unterhalte mich so lange mit dem Boron-Geweihten, Etilius. Okay. Sie stapft wieder raus. Ich hab nur vergessen, ich hab den Smoothie total vergessen. Okay. Ich hab ihn ja ganz am Anfang schon am Kran genommen. Smoothie! Ich habe den zwei deiner Hilfsköche entlassen. Die waren untauglich. Besorgt ihr neue, Hä, warum waren die untauglich? Weil die den Captain angerempelt haben. Ja, wenn er im Weg steht. Und dann gesagt, er trägt ein Kleid. Wenn er am Weg steht und ein Kleid trägt, ist das halt so. Das sind Fakten, Mann. Mutti, so kannst du nicht mit dem Captain umgehen. Wieso ich? So können deine Leute nicht mit dem Captain umgehen. Ey, Bruder Galgenstein ist richtig korrekt. Nicht so wichtig, pass auf. Hier ist Geld. Geh los, besorg frisch Proviant für einen Tag und Harten für zwei Wochen. Ja, wir haben doch schon die Gurken geholt. Die sind wegen dem Kapitän runtergefallen. Frisch Proviant für einen Tag und Harten für zwei Wochen. Dann seh zu, dass wir bis Mittag die Mannschaft verköstigen können, ja? Das kriege ich wohl hin, aber ich will trotzdem Bruder Galgenstein dabei haben. Ey, der singt die besten Lieder in der Kombüse. Na gut, aber du zahlst ihn selber. Das macht ja jetzt gar keinen Sinn. Soll der Kapitän, der im Kleid bezahlen? Kann man mir nicht schläfen. Als ob ich jetzt auch die Zwiebeln aus meiner Tasche bezahle, nur weil die Zwiebeln runtergefallen sind. Läuft das hier auf der anderen Seite des Perlenmeers so?
So läuft das hier. Wie sieht denn das aus mit Hahnenkämpfen? Geh und mach deine Einkäufe. Das war kein Nein. Dreht er sich um und geht weg. Das war auch kein Ja. Ey, Galgenstein! Lass das mal mit den Fußnägeln. Der Kapitän sagt, wir sollen mehr Zwiebeln kaufen. Übe mich dann in der wohlgefälligen Konzentrationsübung des Flachmann mit dem Mund aufmachen, weil ich nur eine Hand habe. Derweil bei Rafim. Das sieht doch ziemlich nach einem Arsenal aus. Ja, Rafim, das ist ein Arsenal. Ja, vor dir steht eine Frau, eine Dame mit Uniform, die dich misstrauisch anblickt. Nicht in dem Ton. Pax mit euch. Ja, komm mit dir. Und zwar, du hast dir doch gemerkt, was wir abholen sollen, weil ich habe keine Ahnung. Natürlich. Wir sind im Namen von Abelmir Jamorenes hier, Kapitän Jamorenes. Wir sollten 2 schwere Rotzen uns aneignen. Außerdem wurden wohl Hornissen angefragt und soweit ich weiß auch bereits bezahlt. Ja, Kapitänname hin oder her, wie lautet denn der Schiffname? Der Mondsilberner Drachentöter. Mondsilberner, achso, hier, das wurde dazu geschmiert. Der Name ist ja seit gestern da, ne? Scheint wohl ein recht neues Schiff zu sein, seit wann weiß ich nicht genau. Bis dann könnte hinkommen. Ja, ich sehe es hier gerade. Bewaffnung. Was war das?